Also ich bin Christ geworden, weil ich gemerkt habe, das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus ist wesentlich interessanter, als ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte Ihnen sagen, dass eben das Leben mit Gott ist nicht so einengend, wie es vielleicht viele glauben oder meinen, sondern genau das Gegenteil. Beobachte einfach, dass Menschen diesen natürlichen Urinstinkt haben, nach der Nähe und Liebe Gottes zu suchen. Aber viele Menschen wissen einfach nicht, dass uns Gott in Jesus schon entgegengekommen ist. Und ich frage mich, wie kann ich diese Welt lieben, ohne zugleich von ihr aufgefressen zu werden? Wie kann ich in dieser Welt leben, ohne andere aufzufressen? Ich frage mich auch, wie Gott die Welt lieben kann. Und wenn ich es richtig sehe, gibt es nur einen einzigen Weg für Gott und auch für mich, für uns. Das ist der Weg der gekreuzigten Liebe. Ich möchte Menschen auf ihrem Weg mit Jesus begleiten. Ich möchte Menschen unterstützen und fördern. Ich möchte sie herausfordern. Ich möchte ihnen neue Fragen geben. Ich möchte ihnen beibringen, die Welt, ihr Denken, auch ihren Glauben neu zu hinterfragen und über ihren eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Für mich war klar, wenn ich Theologie studiere, dann möchte ich das bei Lehrern tun, die Gott selbst lieb haben und die in einer Beziehung zu ihm leben. Und das war für mich schon was Besonderes, als ich hier nach Krishna kam und feststellen durfte, das ist hier wirklich der Fall. Die Dozenten sind mit Gott unterwegs, die haben ihn lieb und die wollen das an uns Studenten weitergeben. Und das macht es mir einfacher, hier im Unterricht zu folgen. Das macht es mir auch leichter, ja, dem zu vertrauen, was sie sagen. Und ich genieße die Zeit deshalb auch sehr hier in der Ausbildung. Das TSC ist ein Ort mit sehr vielen tollen Menschen, die hier zusammen sind, die sich ausrüsten lassen für ihren späteren Dienst, für Aufgaben, die sie dann in der unterschiedlichsten Art und Weise wahrnehmen werden. Es ist ein Ort, wo in mich investiert wird. Und ich bin angetreten am TSC, um das zu liefern und um das auch zu empfangen, zu entwickeln. Eine Theologie, die uns in diese Welt bringt, die uns auch zu uns selbst bringt. Eine Theologie, die Spaß macht, eine Theologie, die kommunizierbar ist, die wieder relevant wird, die dazu hilft und beiträgt, dass der Glaube in dieser Welt wieder ankommen kann. Ich lerne, einen neuen Blickwinkel zu kriegen auf Dinge, die mir eh schon von vornherein anscheinend klar sind. Ich hinterfrage Denkmuster von mir, Handlungsmuster von mir und frage, ob sie wirklich so selbstverständlich sind, wie man immer denkt. Ja, und letztendlich macht das Studium einfach auch Lust auf mehr. Ich freue mich drauf, mit Gott unterwegs zu sein und ja, mit und für Gott dann später zu arbeiten. Deshalb ist das TSC die perfekte Bergführerschule, weil die Dozenten keine billigen Antworten liefern, sondern uns wirklich helfen, selbstständig schwierigen Fragen zu begegnen, unseren eigenen Schieflagen zu begegnen, auch Glaubenskämpfe zu durchschreiten, um dann am Ende immer wieder am Gipfelkreuz bei Jesus anzukommen. Und mit diesen Möglichkeiten und mit diesen Unterstützungen und auch mit diesem gestärkten Glauben schaffe ich es dann früher oder später dann eben auch dann zu sagen, so sehe ich das Leben mit Gott. Und hey, ich kann dir nur raten, fang da auch an. Ich bin auch auf Krishna, weil ich Menschen Hoffnung geben möchte, weil ich predigen möchte, weil ich Menschen weitererzählen möchte von der Hoffnung, die wir Christen haben. Ich möchte es Menschen erzählen, die Gott noch überhaupt nicht kennen, aber ich möchte das auch denen erzählen, die Jesus schon kennengelernt haben und dennoch manchmal gar nicht mehr wissen, dass das Beste noch kommt. Und ich freue mich darauf, dass ich das in Gemeinden tun kann und freue mich auch, dass ich hier das Werkzeug dafür bekomme, um wirklich von der Hoffnung weiterzuerzählen, die in uns Christen lebt.